Wer war also am Wochenende mit dir zusammen? Eine Gruppe meiner Freunde. Diddy, Quincy und Justin Bieber. Um 5.30 Uhr bin ich auf eine Party gegangen und ich glaube, die Hälfte der Leute dort war splitterfasernackt. Hier ist ein Foto von einer von Diddy's White Partys mit Kim Kardashian und Paris Hilton im Hintergrund. Neue Aufnahmen von einer Party mit Diddy, Kim, Zekean und Kendall Jenner haben das Internet zum Überlaufen gebracht und die Fans in Aufregung versetzt. Das Video zeigt das Trio, das den Abend genießt und entfacht neue Gespräche über ihre Beziehungen und die möglichen Auswirkungen dieses Moments, während Diddy weiterhin mit rechtlichen Problemen konfrontiert ist. Der Anblick von Kim und Kendall an seiner Seite wirft Fragen auf. Könnte diese Party tiefere Verbindungen zwischen ihnen offenbaren? Was bedeutet das für ihr öffentliches Image? Begleiten Sie uns, während wir die neuen Partyaufnahmen von Diddy, Kim und Kendall diskutieren, die alles verändern. Bilder von Diddy mit Kim Kardashian und Neuigkeiten über seine kürzliche Verhaftung sowie Details zu seiner Anklage lassen viele Menschen online nach Informationen über Diddy's Verbindungen zu verschiedenen Prominenten suchen. Eine Familie, die oft in den Sinn kommt, sind die Kardashians. Diddy und die Kardashians haben seit vielen Jahren eine enge Freundschaft und haben im Laufe der Jahre an verschiedenen Veranstaltungen zusammen teilgenommen. Schauen wir uns ihre Geschichte an und wie der aktuelle Stand zwischen ihnen ist. Im Jahr 2006 besuchte Kim Kardashian, die damals als Stylistin für Paris Hilton arbeitete, eine von Diddy's White Parties zusammen mit Hilton. Am 17. Mai 2008 wurden Kim und Diddy zusammen bei Diddy's Dehn während der Feierlichkeiten zur großen Eröffnung des MGM Grant im Foxwoods Resort und Casino in Connecticut gesichtet. Im Laufe der Jahre schien ihre Beziehung stärker zu werden, wobei beide Promis sich gegenseitig in ihren Karrieren unterstützten, sei es auf glamourösen Partys oder in witzigen Posts in sozialen Medien. Kims Freundschaft mit Diddy wurde ein großer Teil ihres öffentlichen Images. Außerdem erschien Chloe Kardashian am 4. Juli 2009 auf einer von Diddy und Ashton Kutcher veranstalteten White Party, um auf Malaria No More aufmerksam zu machen. Diese fand in einem privaten Anwesen in Beverly Hills statt. Diddy wurde auch gesehen, wie er zusammen mit Courtney Kardashian, Kim und dem Musikmogul Andre Harrell bei Harolds 50. Geburtstag im Darby-Restaurant in New York City am 16. Oktober 2010 feierte. Im folgenden Jahr nahm Diddy zusammen mit Kim Kardashian, Serena Williams und Cassie an Clive Davis' Pre-Grammy-Gala am 11. Februar 2012 in Beverly Hills teil. Diddy flirtete sogar in der Talkshow von Chris Jenner, der Chris Jenner-Show, indem er sagte: Ich hatte schon lange einen Schwarm auf dich was Chris zum Lachen brachte und sie antwortete, flirtet er etwa wieder mit mir? Kim und Kanye West wurden auch am 6. Dezember 2012 beim Basketballspiel im American Airlines Arena in Miami gesehen, als sie Diddy begrüßten. Chris, Corey Gamble und Courtney Kardashian nahmen am 22. November 2015 an Diddy's exklusiver Geburtstagsfeier teil, die von CCK Vodka ausgerichtet wurde. Kürzlich enthüllte eine Quelle aus dem engeren Umfeld der Kardashian-Familie gegenüber Intouch Weekly, dass sie sich momentan in Panikmodus befinden. All die Jahre, in denen sie damit prahlten, mit Diddy gefeiert zu haben, haben natürlich bei vielen den Eindruck erweckt, dass sie in irgendeiner Weise an diesen fragwürdigen Veranstaltungen beteiligt waren. Die Quelle sagte: Die Familie betone, dass sie von jeglichem Fehlverhalten nichts gewusst habe. Laut der Quelle hatte Didi über die Jahre hinweg viele glamouröse Partys, die nicht unangemessen waren, zumindest nicht bis in die frühen Morgenstunden, als die meisten Leute bereits gegangen waren. Während sich die Einzelheiten zu Didis rechtlichen Problemen weiter entfalten, fühlt sich die Kardashian-Familie wahrscheinlich unter Druck gesetzt, da ihre lange Geschichte der Teilnahme an seinen Veranstaltungen viele Fans dazu bringt, Verbindungen zu ziehen und Fragen zu ihrer Beteiligung aufzuwerfen. Nachdem wir Kim und andere Kardashians gesehen haben, die mit Diddy verbunden sind, wollen wir uns nun Diddy's Instagram-Panne anschauen. Wen wollte er tatsächlich markieren und wer wurde versehentlich markiert? Bereit für die Details? Lass uns beginnen. Diddy's Instagram-Panne. Im Jahr 2017 machte Diddy einen kleinen Fehler, der für Aufsehen sorgte. Er verwechselte Kendall Jenner mit ihrer jüngeren Schwester Kylie während einer Party für seine Dokumentation Can't Stop, won't stop, a bad boy story. Er postete ein Bild auf Instagram mit Kendall, markierte aber fälschlicherweise Kylie Jenner in der Bildunterschrift. Die Fans wiesen schnell auf den Fehler hin und erinnerten Didi daran, dass er die falsche Schwester markiert hatte. Schwester markiert. Ehrlich gesagt. Ist es ein leicht zu machender Fehler mit so vielen Kardashian-Jenners bei Veranstaltungen und ihren Namen, die alle mit K beginnen? Diddy hatte wahrscheinlich einen Moment der Verwirrung. Es ist wahrscheinlich, dass die Autovervollständigungsfunktion von Instagram Kylie vorgeschlagen hat, bevor Kendall und er es nicht bemerkte, bevor er auf Posten drückte. Diddy aktualisierte später die Bildunterschrift, um korrekt Kendall Jenner zu markieren und sagte, ich bin menschlich. Leute, ich mache Fehler. Tut mir leid. Einige Fans dachten jedoch, er könnte den Fehler absichtlich gemacht haben. Ein Nutzer scherzte. Er weiß, dass er absichtlich die falsche markiert hat. Ein anderer Fan kommentierte begeistert: Ich schreie, es heißt Kylie Jenner. Ein dritter fügte hinzu: Alter, du machst das absichtlich. Das ist nicht das erste Mal. Dass du mit den Jenners und Kardashians spielst, lol. Das ist urkomisch. Lassen Sie uns nicht missverstehen. Trotz dieser Pannen schien es, als wäre Diddy gut mit der Familie. In einem anderen Instagram-Post wurden sowohl Kendall als auch ihre Schwester Kourtney Kardashian bei der Vorführung seiner Dokumentation zusammen mit dem Rapper Lil Yachty und Tyler The Creator gesehen. Der definitiv weiß, wer Kendall ist. Es scheint, dass alle Missverständnisse hinter ihnen liegen. Jetzt, da wir Diddys Instagram-Panne behandelt haben, wollen wir über Kendall Jenners berühmtes Badezimmer-Selfie sprechen, das bei der Met Gala aufgenommen wurde. Das starbesetzte Foto zeigte große Namen, aber was machte diesen Badezimmer-Moment so ikonisch und warum ging es so schnell viral? Lassen Sie uns herausfinden. Kendalls berühmtes Selfie. Kylie Jenner fand einen unerwarteten Ort für ein starbesetztes Selfie bei der Met Gala, das Badezimmer des Museums. Am 2. Mai 2017 teilte sie, was sie ihr jährliches Badezimmer Selfie nennt, auf Instagram und zeigte ihre Schwestern Kendall Jenner und Kim Kardashian zusammen mit Diddy, Frank Ocean, ASAP Rocky und der Oscar-Gewinnerin Brie Larson. Larson scherzte später auf Instagram, dass sie zur Toilette gehen musste und dadurch berühmt wurde. Dieses mit Prominenten gefüllte Selfie ist wie das Vanity Fair Cover für das Zeitalter der sozialen Medien. Es wäre nicht überraschend, wenn einige clevere PR-Agenten das Wochenende damit verbracht hätten, die genauen Positionen ihrer Klienten auf diesem Foto auszuhandeln, das von Kylie aufgenommen und auf Instagram gepostet wurde. Heutzutage reicht es nicht mehr aus, einfach grandios aufzutreten oder seine Pose auf dem roten Teppich zu perfektionieren. Dieses Selfie ist der klare Beweis dafür, dass die Kardashian Crew die Met Gala mutig als ihre eigene Plattform beansprucht hat. Sehr zum Missfallen der offiziellen Gastgeberin Anna Winter, trotz ihrer Regeln gegen die Nutzung sozialer Medien bei der Veranstaltung. Kylie entschied sich dennoch, diesen Moment zu teilen. Das Foto hat eine familiäre Ausstrahlung und echoartig Leonardo da Vincis Das letzte Abendmahl, wobei Kim Kardashian die Rolle von Jesus spielt. ASAP Rocky, der angeblich Kendalls Freund ist, tritt offiziell in dieser Aufnahme als Paar auf. Diddy's Anwesenheit in diesem ikonischen Badezimmer-Selfie blieb von den Fans nicht unbemerkt, die eifrig darauf hinwiesen, während das Bild auf TikTok und Instagram verbreitet wurde während Diddy's rechtliche Probleme weiter zunehmen, hat das Foto noch mehr Aufmerksamkeit erregt und Diskussionen sowie virale Trends online ausgelöst. Auch wenn dieses Badezimmer-Selfie nichts mit Diddy's rechtlichen Schwierigkeiten zu tun hat, wird es trotzdem viral. Die Fans können nicht anders, als das Bild zu teilen, Verbindungen zu ziehen und Diskussionen anzuregen, während sich der Fall weiterentwickelt. Lassen Sie uns in die komplizierte Geschichte der Kardashians mit Diddy eintauchen. Die Kardashian Jenners distanzieren sich zunehmend von Diddy. Chloes frühere Verbindung zu ihm sowie ihre Besuche seiner berüchtigten Partys werfen Fragen auf. Was führte zu dieser Trennung und wie wird sich das auf ihr öffentliches Image auswirken? Lassen Sie uns die komplexe Beziehung der Kardashians zu Diddy näher betrachten. Angesichts von über 50 Opfern stellen Fans in Frage, ob auch die Prominenten, die Diddy umgeben, in die Vorwürfe verwickelt sind. Diese Partys waren legendär, insbesondere in den frühen 2000ern und zogen alles von Ashton Kutcher bis Beyoncé an. Auch die Kardashians und Jenners könnten mit Diddys umstrittenem Hintergrund in Verbindung stehen. Chloe Kardashian hat eine lange Geschichte mit Diddy. Und Internetnutzer haben alte Interviews und Clips aus Keeping Up With the Kardashians ausgegraben, die die fragwürdige Natur ihrer Beziehung offenbaren. Da die Familie Kardashian Jenner tief in Los Angeles verwurzelt ist und zahlreiche Verbindungen zu hochkarätigen Persönlichkeiten hat, ist es nicht verwunderlich, dass sie Diddy, der seit Jahrzehnten eine bedeutende Figur in Hollywood ist, begegnet sind. Seit die Vorwürfe gegen Diddy im März 2024 bekannt wurden, haben sich jedoch viele Familienmitglieder von ihm distanziert. In einem denkwürdigen Moment in KUWTK erinnerte Caitlyn Jenner die Familie daran, dass Chloe als Teenager mit Diddy auf Tour war, was Fragen aufwarf, zumal Diddy 14 Jahre älter ist als Chloe. Jahre später erzählte Chloe von einer wilden Party mit Diddy und bemerkte, ich stieg um 5.30 Uhr in ein Flugzeug. Nun, bei dieser Party waren, glaube ich, die Hälfte der Leute kaum bekleidet. Chloe's Verbindungen zu Diddy wurden besonders deutlich, als er in ihrer Show Cocktails mit Chloe auftrat. Sie sagte, wenn man an eine Party oder eine gute Zeit denke, denke man an Puff Daddy, worauf Diddy zustimmte. Auch Courtney Kardashian erinnerte sich an die epischen Geburtstagsfeiern von Diddy. Kanye West, Kim Kardashians Ex-Mann, begann 2022 einen öffentlichen Streit mit Diddy und teilte mittlerweile gelöschte Nachrichten, die auf eine gewisse Spannung hindeuteten. In einem Podcast 2024 machte Kanye einige merkwürdige Behauptungen über Diddy und NBA-Star LeBron James. Eine weitere Verbindung besteht zu Travis Scott, Kylie's Ex-Freund, der ebenfalls die gleichen sozialen Kreise wie Diddy pflegt. Ein wieder aufgetauchtes Video zeigt Diddy und Travis, die scheinbar miteinander sprechen, während Travis Blickkontakt vermeidet und schnell geht, nachdem Diddy einen Kommentar gemacht hat. Während die Gerüchte um Diddy wuchsen, gewann eine Verschwörungstheorie auf TikTok an Fahrt, die besagte, dass Chris Jenner das Land verlassen habe, um möglichen Beweisen zu entkommen, die sie und ihren langjährigen Partner Corey Gamble mit Diddy's privaten Aufnahmen in Verbindung bringen könnten. Corey Gamble hat viel Zeit mit Diddy verbracht, nachdem er zuvor Justin Bieber's Touren geleitet und eine enge Beziehung zu Diddy's verstorbener Ex-Freundin Kim Porter hatte. Nachdem Diddy's Haus im März 2024 durchsucht wurde, distanzierte sich Kim Kardashian stillschweigend von ihm und entfolgte ihm sogar in den sozialen Medien. Derzeit folgt Diddy allen Kardashians und Jenners außer Courtney, was die Fans neugierig auf ihre Beziehung macht und ob sie durch vergangene Ereignisse bei Diddy's Partys beeinträchtigt wurde. Darüber hinaus sorgte ein Nutzer auf X, früher bekannt als Twitter, nach Diddy's Festnahme für Aufregung, indem er behauptete, Kim Kardashian sei in die Situation verwickelt und werde sogar von der FBI untersucht. Er veröffentlichte ein Video, das andeutete, dass Kim Verbindungen zu Diddy's berüchtigten Aufnahmen habe und beschuldigt werde, Männer zu erpressen und zu drogen. In der Antwort trat Kims Anwalt schnell ein und schickte eine Unterlassungserklärung, die verlangte, dass der Nutzer das Video entfernt. Der Nutzer teilte später Bilder des Unterlassungsschreibens von Kims Anwältin Christina Davis und behauptete, es gehe nur darum, Kims Image zu schützen. Trotz der rechtlichen Warnung weigerte sich der Nutzer nachzugeben und erklärte, ihre Drohungen und Einschüchterungen seien sinnlos. Nichts kann aufhalten, was sich anbahnt, fügten sie hinzu und schrieben eine beunruhigende Notiz, dass, wenn sie plötzlich still seien, es nicht freiwillig sei. Der Unterlassungsbrief stellte fest, dass die Vorwürfe gegen Kim vollkommen falsch und illegal seien und warnte, dass rechtliche Schritte wegen Verleumdung eingeleitet würden, wenn das Video nicht entfernt werde. Die Reaktionen der Nutzer waren gemischt. Ein Nutzer kommentierte Ich sage nicht, dass das falsch ist, aber das ist fake. Ein anderer machte Witze über die Glaubwürdigkeit der Anschuldigungen, während einige begannen, die Situation zu überdenken. Angesichts der vielen Spekulationen scheint die Geschichte noch lange nicht zu Ende zu sein. Lassen Sie uns über etwas sprechen, das eine Welle von Memes im Internet ausgelöst hat. Diddy? der Kendall und Kylie Jenner aus dem ursprünglichen Bild herausschneidet. Die Fans konnten nicht aufhören zu lachen, als sie bemerkten, dass die glatte Bearbeitung entweder absichtlich oder einfach ein Zufallsfehler war. Und wie reagierten die Jenners darauf, aus dem Bild entfernt zu werden? Didi schnitt Kendall und Kylie aus dem Bild. Fans stießen auf ein lustiges Detail über zwei Promifotos von der Met Gala 2017 die Everyone's Aufmerksamkeit erregten. Im ersten Bild, das Kylie Jenner geteilt hat, sind neun Personen zu sehen, die den Moment zusammen genießen, aber als Diddy seine Version desselben Shots postete, fehlte etwas Auffälliges. Sowohl Kylie als auch Kendall Jenner wurden herausgeschnitten. Haha, Diddy mit dem glatten Schnitt, bemerkte ein Nutzer auf Twitter und teilte den Vergleich. Lassen Sie uns die ursprünglichen Beiträge ansehen. Hier ist Kylie's vollständiges Foto, das alle zeigt. Und hier ist Diddy's Version, in der er anscheinend ein wenig Bearbeitungszauber angewendet hat. Vielleicht wollte Diddy sich einfach die Mühe sparen, das Foto für Instagram anzupassen. Lassen Sie uns ehrlich sein, all diese Fingerarbeit kann ein wenig lästig sein. Das könnte der wahre Grund für den Schnitt sein. Nachdem wir alles behandelt haben, lassen Sie uns in Diddy's laufenden Fall eintauchen. Und was als nächstes passieren könnte? Angesichts ernsthafter Vorwürfe wie unangemessener Menschenhandel und Erpressung sieht die Zukunft für Didi ungewiss aus. Könnten noch mehr Prominente in diesen Skandal verwickelt werden? Und wie könnte sich dies auf Didis Karriere und Erbe auswirken? Lassen Sie uns die Entwicklungen in Didis Fall untersuchen. Didi wurde wegen schwerer Vorwürfe wie Erpressung Menschenhandel und Transport von Menschen für Musikveranstaltungen festgenommen. Diddy Combs wurde von Bundesagenten in einem Hotel hier in New York City verhaftet. Sein Verteidigungsteam bestreitet jedoch alle Anschuldigungen und sagt, sie hätten von Anfang an mit den Behörden kooperiert. Der Rapper wurde von einer großen Jury angeklagt und sieht sich auch mehreren Zivilklagen mit beunruhigenden Behauptungen gegenüber. Doch sein Team bleibt beharrlich und will seine Unschuld beweisen. Die Anwälte setzen sich erneut dafür ein, Didi aus einer schwierigen Haftlage zu befreien. Kurz vor Didis Anhörung am 10. Oktober sagte ein neuer Richter, dass das Gericht die wiederholten Versuche der Verteidigung auf Kaution stoppen solle. Der Richter hat ihre letzte Anfrage kürzlich abgelehnt. subramanan wurde dem Fall neu zugewiesen und prüft die Kautionsanträge von Didi. Das Gericht hat beschlossen, frühere Kautionsangebote aus den Unterlagen zu streichen. Ein früheres Angebot von Diddy's Team beinhaltete eine Kaution von 50 Millionen Dollar und die Übergabe seines Reisepasses. Sie schlugen sogar strenge Bedingungen vor, wie das Verbot von Frauen in seinem Haus, mit Ausnahme von Familienmitgliedern oder den Müttern seiner Kinder, und dass er wöchentliche Drogenuntersuchungen und Hausarrest mit GPS-Überwachung akzeptiert. Diddy's rechtliches Team argumentiert, dass der Medienrummel um seine Verhaftung das Urteil trübt und betont, dass er kein Flucht- oder Sicherheitsrisiko darstellt. Sie heben hervor, dass Diddy immer Herausforderungen direkt angegangen ist und bereit ist, gegen die Vorwürfe zu kämpfen. Neue Bilder von Oprah und Kanye West, die an Diddy's Party teilgenommen haben, sind aufgetaucht und haben unter den Fans Empörung ausgelöst. Beide sind respektierte Persönlichkeiten in der Branche, was ihre Anwesenheit bei der Veranstaltung für viele enttäuschend macht. Die Leute fragen sich nun, ob sie Diddys angebliche illegalen Aktivitäten unterstützt haben. Könnten diese Bilder Kanyes und Operas Karrieren ruinieren? Wussten sie mehr, als wir denken? Die Bilder zeigen Oprah und Kanye West, die mit Diddy, Kim Kardashian und anderen Prominenten wie Mick Jagger, Dr. Dre und Brian Grazer posieren. Ein Foto zeigt Oprah mit Diddy und Kanye West, betitelt Späte Nacht mit den Jungs. Ein anderes Bild zeigt Oprah, die Mick Jagger zum ersten Mal trifft, mit der Bildunterschrift Ja, er tanzt wie Mick Jagger. Sie teilte ein Foto von sich und Oprah von derselben Party mit dem humorvollen Untertitel Oh, nicht der Rede wert. Nach Diddy's Verhaftung im September begannen Nutzer in den sozialen Medien alte Fotos und Geschichten über ihn zu durchforsten. Diese Bilder wurden schnell viral und viele Nutzer äußerten Überraschung und Belustigung über das merkwürdige Zusammentreffen dieser Prominenten. Nun stellt sich die Frage, werden diese Fotos den Ermittlern in Diddy's Fall helfen? Obwohl die Bilder möglicherweise keine direkten Beweise für Diddy's Verhaftung liefern, können sie den Ermittlern helfen, Diddy's soziale Verbindungen und die Art von Menschen, mit denen er sich umgibt, besser zu verstehen. Diese Informationen könnten nützlich sein, um ein umfassenderes Bild von Diddy's Lebensstil und sozialen Gewohnheiten zu zeichnen, was für die Untersuchung von Bedeutung sein könnte. Darüber hinaus denken die Fans, dass Diddy möglicherweise seine Verbindungen zu Prominenten wie Oprah und Kanye genutzt hat, um eine Fassade der Legitimität zu schaffen, und seine angeblichen illegalen Aktivitäten zu verbergen. Seine Assoziation mit hochkarätigen Prominenten könnte ihm geholfen haben, ein positives öffentliches Image aufzubauen, von seinen mutmaßlichen illegalen Aktivitäten abzulenken und sich einen Ruf als respektierte und einflussreiche Figur in der Unterhaltungsbranche zu erarbeiten. Während wir die viralen Bilder von Oprah und anderen Prominenten mit Diddy gesehen haben, sind die Fans eindeutig enttäuscht, dass Oprah in Diddy's innerem Kreis zu finden ist? Es gibt einen auffälligen Kontrast zwischen ihrem positiven Image und den angeblichen Vorfällen, die bei Diddy's Partys stattgefunden haben. Was ist die Verbindung zwischen ihnen? Gibt es noch weitere Videos von Oprah und Diddy zusammen? Lassen Sie uns das erkunden. Der Clip beginnt mit Danny DeVito. Der P. Diddy vorstellt, der die Zuschauer zu einer prunkvollen Party einlädt. Die in dem Video gezeigten Prominenten, darunter Oprah Winfrey, loben Diddy und seine extravaganten Feiern. Selbst der ehemalige Präsident Trump bezeichnet Diddy als legendär. Die Party, die im Ciani Wall Street stattfand, soll beeindruckende 600.000 Dollar gekostet haben. Die Gästeliste war umfangreich. Mit über 1500 eingeladenen Personen. Besonders schockierend ist Oprah's Beteiligung an diesem Video. Sie ist bekannt für ihr philanthropisches Engagement und ihren Einsatz für die Rechte der Frauen. Es ist verstörend zu sehen, wie sie Diddy's Party bejubelt angesichts der Vorwürfe illegaler Aktivitäten. Es ist schwierig, Oprah's öffentliches Image mit ihrer Teilnahme an diesem Video in Einklang zu bringen. Sie und Diddy haben über die Jahre hinweg eine starke und unterstützende Freundschaft geteilt. Ihr Interview von 2006 war ein aufschlussreiches Gespräch, das Teil eines Interviews für Oprahs O-Magazin war. Es begann mit einer lockeren Anfrage nach der Herkunft von Diddy's bekanntem Spitznamen, Puff Daddy. Oprahs Neugier wurde geweckt, als sie Diddy nach den Ursprüngen des Namens fragte, aber er schuf eine mysteriöse Atmosphäre indem er Details vermied. Diddy's Antwort war kurz und kryptisch und besagte, dass Puff Daddy ein Spitzname war, der ihm von jemandem gegeben wurde. Als Oprah weiter nachfragte und nach der Bedeutung hinter dem Namen fragte, wurde Diddy merklich zurückhaltend. Dies weckte Oprahs Neugier, und sie ahnte, dass es mehr hinter dem Namen stecken könnte, als Diddy preisgab. Diddy wischte jedoch ihre Anfrage beiseite und bezeichnete den Namen als einfach nur einen albernen Namen. Die Unterhaltung nahm eine überraschende Wendung, als Oprah Diddy nach seiner Lieblingsfeier fragte. Diddy's Antwort war enthusiastisch, und er begann von seiner ersten Labor Day White Party in seinem Haus in den Hamptons im Jahr 1998 zu erzählen. Oprahs Aufregung war seltsam als sie Diddy's Schilderung der Party hörte, die von einer vielfältigen Gruppe von Menschen besucht wurde, darunter prominente wie Leonardo DiCaprio und gesellschaftliche Größen. Als Diddy weiterhin die Party beschrieb, wurden Oprahs Fragen immer spannender. Sie fragte nach der Atmosphäre und der Stimmung der Party, und Diddy antwortete, dass es ein gemütliches Grillfest war, das bis zum nächsten Morgen dauerte. Oprahs Lachen und ihre Antworten deuteten darauf hin, dass sie das Gespräch sehr genoss- und fasziniert von Diddys Party war. Die Fans fanden es seltsam, insbesondere angesichts der Vorwürfe gegen ihn. Berichten zufolge fand das FBI Beweise für illegale Aktivitäten, einschließlich Baby Oil, in Diddys Haus, was Fragen zu der Umgebung seiner Partys und den Werten, die sie fördern, aufwirft. Nach dem Ansehen dieser Videos haben viele Fans das Vertrauen in die Branche verloren. Oprah, die einst als Engel für ihre inspirierende Geschichte und ihre Kämpfe angesehen wurde, sieht sich nun Fragen gegenüber. Die Fans graben in ihrer Vergangenheit und entdecken Verbindungen zu umstrittenen Persönlichkeiten und Ereignissen. Warum ist Oprah mit so vielen umstrittenen Figuren verbunden? Könnte sie in diese geheimen Skandale verwickelt sein? Lassen Sie uns die Wahrheit aufdecken. Dies ist nicht das erste Mal, dass Oprah mit einem hochkarätigen Kriminalfall in Verbindung gebracht wird. Falls Sie es nicht wissen. Sie war jahrelang enge Freundin von Weinstein, und er nutzte ihre Freundschaft, um das Vertrauen seiner Opfer zu gewinnen. Die Schauspielerin Katie Noble behauptete, dass Weinstein Oprah benutzt habe, um sie in sein Hotelzimmer zu locken. Als Weinsteins Verbrechen öffentlich wurden, distanzierte sich Oprah von der Situation, ohne direkt auf ihre Beziehung zu ihm einzugehen. Darüber hinaus stellte Oprahs ehemaliger Freund Seal sie auf Instagram zur Rede und beschuldigte sie, Teil des Problems zu sein und fragte, wie sie behaupten könne, nichts von Weinsteins Verbrechen gewusst zu haben. Nicht nur das, sondern ihre Schule in Südafrika, die geschaffen wurde, um benachteiligten Mädchen einen sicheren Zufluchtsort zu bieten, wurde von Kontroversen geplagt. Mehrere Schülerinnen beschuldigten eine Betreuerin des Schlafsaals der Ausbeutung und des Fehlverhaltens, was zu ihrer Festnahme führte. Oprah wurde später von der Direktorin der Schule wegen Verleumdung verklagt, doch der Fall wurde außergerichtlich beigelegt. Ihre Verbindung zu Diddy ist ebenfalls überraschend, da er häufig Frauen und Minderjährige für illegale Aktivitäten auf seinen Partys anheuerte. Kürzlich verbreitete sich ein Gerücht, dass die CBS-Nachrichtensprecherin und langjährige Freundin von Oprah, Gail King, eine Klage gegen sie eingereicht hat. Es wird behauptet, dass die angebliche Klage mit Diddy und seinen aktuellen rechtlichen Schwierigkeiten zusammenhängt. Dem Gerücht zufolge steht Kings Klage gegen Oprah in Zusammenhang mit ihrem angeblichen Wissen oder ihrer Beteiligung an Diddy's kriminellen Vorwürfen. Allerdings handelt es sich nur um ein Gerücht ohne konkrete Beweise. Nachdem wir über Oprahs Verbindung zu Diddy und die Kontroversen um sie gesprochen haben, wenden wir uns nun Kanye West zu, der ebenfalls in den Bildern zu sehen ist. Was ist die Beziehung zwischen Kanye und Diddy? Lassen Sie uns ihre Verbindung näher betrachten und sehen, wie sich ihre Wege gekreuzt haben. Die Beziehung zwischen Diddy und Kanye West ist komplex und dynamisch geprägt von gegenseitigem Respekt, öffentlichen Streitigkeiten und einem gemeinsamen Weg durch Musik, Mode und kulturellen Einfluss. Im Laufe der Jahre haben sie sich gegenseitig unterstützt, einander öffentlich bewundert und manchmal aufgrund unterschiedlicher Perspektiven Konflikte gehabt. Dedis Einfluss auf Kanye war von den frühen Tagen an deutlich, da Kanye Didi häufig als eine seiner Inspirationen nannte. Didis Ansatz zur Musikproduktion, Markenbildung und Selbstvermarktung hatte einen erheblichen Einfluss auf Kanyes Karriere und Kanye war entschlossen, einen ähnlichen Weg zu verfolgen. Als Kanyes Karriere an Fahrt gewann, lobte Diddy ihn öffentlich für seinen Mut und seine Bereitschaft, die Grenzen von Musik und Mode zu erweitern. Neulich ging ich zum Konzert von Kanye West. Ich wollte sehen, wie Kanye sein Ding macht. Sie fanden sich oft in denselben Kreisen bei Preisverleihungen, Partys und Branchenveranstaltungen wieder, und ihre gegenseitige Bewunderung war in verschiedenen Preisverleihungen und Veranstaltungen zu erkennen, in denen sie die Bühne teilten oder sich gegenseitig bei ihren Erfolgen unterstützten. Viele Menschen wissen möglicherweise nicht, dass Kanye und Diddy in den letzten Jahren eine schwierige Beziehung hatten. Kanye sprach in mehreren Interviews und Podcasts offen über Diddy, und jetzt gehen diese Clips nach Diddy's Verhaftung viral. Was hat Kanye über Diddy's illegale Aktivitäten preisgegeben? Wollte er uns warnen? Lassen Sie uns die Wahrheit aufdecken. Kanyes Song Carnival hat in den sozialen Medien für Aufregung gesorgt, insbesondere wegen seiner rätselhaften Texte über Diddy. In dem Track rappt Kanye, Jetzt bin ich Puff Daddy Rich, das bin ich für mich. Dies hat einige dazu veranlasst zu spekulieren, ob er auf Diddy's mutmaßliche Beteiligung an kriminellen Aktivitäten anspielt. Diese Anspielung hat besonders wegen der jüngsten Anklagen gegen Diddy, der wegen Verschwörung und Menschenhandel angeklagt wurde, Fragen aufgeworfen. Die Veröffentlichung des Songs vor nur sieben Monaten hat auch Spekulationen über Kanyes Absichten ausgelöst. Die Erwähnung Diddys zusammen mit umstrittenen Prominenten wie R. Kelly und Bill Cosby wirft ebenfalls Fragen zu Kanyes Meinung über Combs auf. Dies ist nicht das erste Mal, dass ein Streit zwischen Kanye und Diddy öffentlich wurde. Im Jahr 2012 tauchte ein hitziger Textwechsel zwischen Kanye West und Sean Diddy Combs auf, der einen intensiven Streit zwischen den beiden Musikmogulen offenbarte. Der Streit drehte sich um Kanyes umstrittenes T-Shirt, mit der Aufschrift White Lives Matter, das in der Musikindustrie und darüber hinaus für Empörung und Kritik sorgte. Die geleakten Texte zeigten Diddy, der versuchte, mit Kanye zu argumentieren und seine Bedenken über den Schaden, den das T-Shirt an der schwarzen Gemeinschaft anrichtete, zu äußern. Diddy bot an, sich persönlich mit Kanye zu treffen, um ihre Differenzen zu besprechen, aber Kanye reagierte mit Wut und Trotz. Er weigerte sich nachzugeben und erklärte, dass er die T-Shirts weiterhin verkaufen würde und dass ihn niemand von seinem Geld abhalten könne. Die Unterhaltung nahm eine merkwürdige Wendung, als Kanye auf seinen Großvater verwies und sagte: "Er schreibe im Auftrag seines Großvaters und Didi solle ihn nicht mehr kontaktieren, es sei denn, er sei bereit, ihm grünes Licht zu geben." Kanye drohte auch, weitere Nachrichten von Didi zu veröffentlichen und sagte, dass er ihn liebe, aber durch seine Handlungen verletzt sei. Diddy versuchte, die Situation zu beruhigen, indem er Kanye aufforderte, keine Internetspiele zu spielen und sich persönlich zu treffen, um ihre Probleme zu klären. Kanye weigerte sich jedoch, sich zu bewegen, und das Gespräch endete damit, dass Diddy seinen Wunsch bekräftigte, die Angelegenheit direkt und mit Liebe zu klären. Im selben Jahr machte Kanye ernsthafte Anschuldigungen gegen Diddy in einem Interview mit Drink Champs. Er behauptete, Diddy sei ein Fett der Deals mit der Polizei gemacht habe, um nicht ins Gefängnis zu müssen und im Gegenzug andere um ihn herum erpressen sollte. Kanyes Anschuldigungen waren Teil einer größeren Tirade, in der er auch einige unsensible Kommentare über den Tod von George Floyd machte. Darüber hinaus behauptete Kanye, James hätte eine intime Beziehung zu Diddy im Austausch für mehrere Millionen Dollar gehabt und dass er seine Seele verkauft habe. Quellen aus James Umfeld haben die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen und als empörend und unbegründet bezeichnet und sie drohen rechtliche Schritte gegen West wegen Verleumdung einzuleiten. Didis Vertreter haben ebenfalls die Vorwürfe verurteilt und sie als völlig falsch und erfunden bezeichnet. Obwohl die vollständige Episode von Drink Champs schließlich wegen Kanyes aufwiegenden Kommentaren entfernt wurde, sind seine Äußerungen über Didi wieder aufgekommen. Und werden nun im Lichte der jüngsten Vorwürfe gegen ihn neu betrachtet. Kanyes Behauptungen mögen damals absurd erschienen sein, aber mit zunehmenden Informationen scheint es, dass er uns möglicherweise vor Didis mutmaßlichen Vergehen gewarnt hat. Eine virale Theorie kursiert in den sozialen Medien, wonach Fans glauben, Kanye habe Taylor Swift tatsächlich gerettet, indem er sie bei den VMAs wow 2009 bloßstellte. Bei der Veranstaltung unterbrach Kanye Taylors Dankesrede, doch mittlerweile denken die Leute, dass mehr hinter seinen Handlungen steckte. Warum glauben die Fans, dass er sie gerettet hat? Lassen Sie uns eintauchen, was passiert ist und die Theorie erkunden. Bei den MTV Video Music Awards 2009 fand ein unvergesslicher Moment in der Musikgeschichte statt. Taylor Swift hatte gerade den Preis für das beste weibliche Video für ihr Lied You Belong with Me gewonnen und trat auf die Bühne, um ihren Preis entgegenzunehmen. Bevor sie jedoch ihre Dankesrede beenden konnte, ging Kanye unerwartet auf die Bühne, nahm das Mikrofon und erklärte, Es tut mir leid, aber Beyoncé hatte eines der besten Videos aller Zeiten. Ich freue mich wirklich für dich, aber lass mich erst fertig machen. Dies ließ Taylor, die zu diesem Zeitpunkt erst 19 Jahre alt war, awkward und unsicher auf der Bühne stehen. Das Publikum war schockiert, und Kanyes Ausbruch überschattete den Moment, der für Taylor eigentlich feierlich hätte sein sollen. Über ein Jahrzehnt lang wurde allgemein angenommen, dass Kanyes Unterbrechung darauf abzielte, dass er einfach glaubte, Beyoncé verdiene den Preis mehr als Taylor. Er war dafür bekannt, seine Meinungen lautstark und leidenschaftlich zu äußern, und dies wurde als weiteres Beispiel für Kanyes typisches Verhalten angesehen. Kürzlich ist jedoch eine neue Theorie online, insbesondere auf TikTok, aufgetaucht, die eine andere Erklärung bietet. Laut einigen Fans könnte Kanyes Unterbrechung ein Weg gewesen sein, Taylor Swift vor dem Einfluss von Diddy zu schützen. Diddy, der eine lange und erfolgreiche Karriere in der Musikindustrie hat, sieht sich derzeit Vorwürfen bezüglich seines Umgangs mit jungen Künstlern gegenüber. Diese Behauptungen haben einige Fans dazu veranlasst, vergangene Ereignisse in einem neuen Licht zu betrachten, einschließlich Kanyes berüchtigtem VMA-Moment. Die Theorie besagt, dass Kanye, indem er eine Kluft zwischen Taylor und Beyoncé schuf, versucht haben könnte, Taylor von Diddy fernzuhalten, der, so die Theorie, einen Ruf hat, junge aufstrebende Musiker auszunutzen. Diese Theorie geht weiter, indem sie darauf hinweist, dass Beyoncé und Diddy in der Musikindustrie zusammengearbeitet haben und Kanye, der die enge Verbindung zwischen den beiden sah, verhindern wollte, dass Taylor möglicherweise unter Diddy's Einfluss gerät. Laut dieser Denkweise war Kanyes Unterbrechung nicht nur eine Meinungsäußerung darüber, wer den Preis verdienen sollte, sondern auch ein Versuch, Taylor vor einer Situation zu schützen, die ihrer Karriere schaden könnte. Zusätzlich verknüpfen einige Fans Kanyes Musikvideo von 2016 für den Song Famous mit dieser Theorie. In dem Video gibt es eine Szene, die ein Bett mit Wachsfiguren mehrerer prominente zeigt, darunter eine Taylor Swift Doppelgängerin. Nach der Theorie symbolisiert dieses Bett Diddy's mutmaßlich räuberisches Verhalten gegenüber jungen Künstlern, wobei Taylor eine der Personen ist, die er angeblich zu beeinflussen versucht hat. Kanyes Entscheidung, Taylor in dieser Szene zu zeigen, wird von einigen Fans als Fortsetzung seiner Bemühungen interpretiert, sie vor der dunklen Seite der Musikindustrie zu schützen. Neue Aufnahmen sind von einer Party aufgetaucht, bei der Sean Diddy Combs und Alan DeGeneres anwesend waren, was eine Welle von Spekulationen und Interesse über die Natur ihrer Beziehung ausgelöst hat. Dieser unerwartete Einblick in ihre Interaktionen wirft Fragen darüber auf, was während der Veranstaltung wirklich passiert ist, wie dieses Filmmaterial ans Licht kam und welche Auswirkungen es auf beide Prominenten hat. Öffentliche Auftritte von Sean Diddy Combs und Alan DeGeneres haben Neugier über ihre Beziehung geweckt. Die beiden Prominenten wurden bei verschiedenen Veranstaltungen zusammengesehen, was viele Fans und Beobachter dazu brachte, über die Natur ihrer Freundschaft zu spekulieren. Auf Bildern von diesen Ausflügen wirken Diddy und Ellen lachend und entspannt ineinander Gesellschaft, was auf ein freundschaftliches Verhältnis hindeutet. Ihre lockeren Interaktionen haben die Fans fasziniert und Fragen darüber aufgeworfen, wie sie sich näher gekommen sind. Ein bemerkenswerter Auftritt fand bei einer Musikpreisverleihung statt, wo Diddy und Ellen zusammen waren. Sie wurden dabei fotografiert, wie sie Witze austauschten und die Aufführungen genossen, was die Gerüchte über eine enge Freundschaft weiter anheizte. Zusätzlich zu ihren öffentlichen Auftritten hat Ellen Diddy mehrfach in ihrer Talkshow erwähnt. Sie spricht oft liebevoll von ihm und erzählt lustige Geschichten über ihre Begegnungen. Ein einprägsamer Moment war, als Ellen Diddy während einer Geburtstagsgrüßbotschaft in den sozialen Medien als «Cuddle MC Snuggle Stuff» bezeichnete. Dieser verspielte Spitzname sorgte für viel Aufsehen und führte zu Spekulationen über die wahre Natur ihrer Freundschaft. Auch ihre Interaktionen in sozialen Medien geben Einblick in ihre Beziehung. Beide haben Bilder und Kommentare gepostet, die auf eine enge Verbindung hindeuten. Diddy hat Fotos von Ellen auf seinen Partys geteilt die sie beim Feiern mit seinen Freunden zeigen. Im Gegenzug hat Ellen Bilder von ihnen bei verschiedenen Veranstaltungen veröffentlicht, oft mit Bildunterschriften, die gegenseitige Bewunderung und Respekt widerspiegeln. Diese Beiträge sind mehr als nur beiläufige Interaktionen. Sie deuten auf eine starke Freundschaft hin, die über das öffentliche Leben hinausgeht. Trotz ihrer häufigen Auftritte und sozialen Medienwechsel haben weder Diddy noch Ellen explizit bestätigt, was ihre Beziehung umfasst. Dennoch deutet die Wärme, die sie füreinander zeigen, zusammen mit ihren gemeinsamen Erfahrungen darauf hin, dass sie eine echte Freundschaft haben. Während einige spekulieren, dass romantische Gefühle im Spiel sein könnten, scheint die Beweislage eher auf eine platonische Freundschaft voller Humor und Unbeschwertheit hinzuweisen. Didis und Allens verspielte Freundschaft wirft interessante Fragen über ihre Bindung auf aber angesichts der ernsthaften rechtlichen Schwierigkeiten, mit denen Diddy jetzt konfrontiert ist, was könnte Allens merkwürdiger Spitzname in diesem Kontext bedeuten? Könnte dieser ungewöhnliche Name mehr über ihre Beziehung verraten, als man auf den ersten Blick denkt? Lassen Sie uns untersuchen, was als nächstes kommt. Der ungewöhnliche Spitzname von Allen DeGeneres für Sean Diddy Combs ist erneut ein heißes Thema, insbesondere nach der jüngsten Festnahme des Rappers aufgrund schwerer Fehlverhalten. Die früheren Kommentare der Komikerin über Diddy haben Diskussionen in den sozialen Medien angestoßen, was viele Nutzer über die Natur ihrer Beziehung nachdenken lässt. Angesichts von Diddy's aktuellen rechtlichen Problemen hat dieser wieder aufgetauchte Spitzname für Aufsehen gesorgt und die Neugier geweckt. Der Spitzname, der vielen seltsam erscheint, geriet ins Rampenlicht. Als Alan Diddy vor einigen Jahren zum Geburtstag gratulierte. Während dieses Geburtstagsgrüßes nannte sie ihn nicht nur mit seinen bekannten Namen wie P. Diddy, Puff Daddy und Sean Combs, sondern verlieh ihm auch den ungewöhnlichen Spitznamen Cuddle MC Snuggle Stuff. Dieser Name ist nun wieder aufgeflammt und lässt viele über die Bedeutung und die Aussagekraft für ihre Freundschaft nachdenken. Insbesondere in Anbetracht von Diddy's aktueller rechtlicher Lage. In ihrem Geburtstagsbeitrag von 2016 schien DeGeneres in einer unbeschwerten Stimmung zu sein. Ihr Kommentar, du musst nicht wissen, warum, machte die Situation jedoch etwas unangenehm. Zu dieser Zeit schien es sich um einen privaten Scherz zwischen den beiden Prominenten zu handeln, aber angesichts von Diddy's aktuellen Herausforderungen überprüfen viele, was dieser Spitzname wirklich bedeutet. Die Kombination eines seltsamen Spitznamens und der ernsten Natur von Diddys Vorwürfen hat die Fans beunruhigt. Ellen DeGeneres ist nicht die einzige Berühmtheit, deren Verbindung zu Diddy unter die Lupe genommen wird. Auch andere bekannte Persönlichkeiten stehen im Fokus und überprüfen ihre Freundschaften mit dem Rapper. Diese Fokussierung auf Diddy und seine Beziehungen hat zugenommen. Da er in einem New Yorker Gefängnis auf seinen Prozess wartet. Die Ermittlungen gegen sein Handeln haben zu Gesprächen über die Menschen in seinem Leben geführt und darüber, wie sie in diesen turbulenten Zeiten auf ihn reagieren oder sich mit ihm verbinden könnten. Der Spitzname Cuddle MC Snuggle Stuff selbst hat einen verspielten und liebevollen Ton, der im krassen Gegensatz zu Diddy's aktuellen rechtlichen Auseinandersetzungen steht. Nutzer in den sozialen Medien haben unterschiedlich auf Ellens Spitznamen reagiert, wobei einige ihn amüsant fanden, während andere ihn in Anbetracht der Umstände als unangemessen ansahen. Ellen Degeneres, merkwürdiger Spitzname für Diddy, ist wieder aufgetaucht und hat die Neugier über ihre Beziehung entfacht. Was offenbart dieser eigenartige Name über ihre bisherigen Interaktionen, insbesondere angesichts seiner aktuellen rechtlichen Probleme. Könnte es noch mehr über die Freundschaften unter Prominenten zu entdecken geben? Bleiben Sie dran, um die Implikationen und Reaktionen rund um Ihre Verbindungen im nächsten Kapitel zu erkunden. Das öffentliche Interesse und die Spekulationen über die Wiederentdeckung von Alan DeGeneres Tweet aus dem Jahr 2016, in dem sie Sean Diddy Combs als Cuddle MC Snuggle Stuff bezeichnete, haben in den sozialen Medien große Reaktionen ausgelöst, insbesondere nach Diddy's jüngster Festnahme wegen schwerer Vorwürfe. Viele Nutzer betrachten den scheinbar verspielten Spitznamen nun kritischer und stellen in Frage, welche Art von Beziehung generis mit dem Rapper hatte. Der unbeschwerte Ton des Spitznamens steht in starkem Kontrast zu den ernsten rechtlichen Problemen von Diddy, was die Menschen dazu veranlasst, den Kontext ihrer früheren Interaktionen. Neu zu überdenken. Ein Nutzer äußerte seine Bedenken und deutete an, dass DeGeneres möglicherweise mehr in Diddy's umstrittene Partys involviert war, als sie zugeben wollte. Sie schrieben: Alan DeGeneres weiß nur zu gut von Diddy's Partys, was impliziert, dass die Komikerin häufig bei diesen berüchtigten Zusammenkünften anwesend war. Dieses Gefühl, wurde von einem weiteren Nutzer aufgegriffen, der kommentierte, Diese Partys müssen verrückt gewesen sein, um so einen Namen zu bekommen. Dies unterstreicht die seltsame Natur des Spitznamens und deutet gleichzeitig auf die wilden Ereignisse hin, auf die er sich beziehen könnte. Der verspielte Spitzname wirft nun Fragen auf, was wirklich auf diesen Partys passiert ist und was DeGeneres möglicherweise beobachtet hat. Ein weiterer Nutzer in den sozialen Medien reflektierte, wie sich der Kontext des Spitznamens verändert hat. Ah, Ellen, jetzt fangen die Schichten an, sich zu lösen, nicht wahr? 2016, als du Diddy Cuddle MC Snuggle Stuff nanntest, schien es wie einer deiner skurrilen Spitznamen, oder? Aber hier, 2024, mit allem, was ans Licht gekommen ist, wirft das Fragen auf. Was einst unschuldig schien, erscheint nun komplizierter und führt viele dazu, ihr Verständnis von der Freundschaft der beiden Prominenten zu überdenken. Ein weiterer Nutzer wies darauf hin, wie merkwürdig es sei, so etwas zu sagen, was die Eigenart des Spitznamens und dessen seltsame Wahrnehmung in Anbetracht von Diddy's schwerwiegenden Vorwürfen betont. Dieser wiederentdeckte Tweet hat viele dazu veranlasst zu fragen, ob DeGeneres sich der umstrittenen Aktivitäten, die in letzter Zeit ans Licht gekommen sind, bewusst war oder ob sie daran beteiligt war. Die Kombination des Spitznamens und von Diddy's rechtlichen Schwierigkeiten hat eine breitere Diskussion über die Promikultur und die verborgenen Aspekte ihres Lebens ausgelöst. Die Reaktionen in den sozialen Medien waren gemischt. Während einige Nutzer DeGeneres verteidigten und behaupteten, dass der Spitzname lediglich ein harmloser Scherz unter Freunden war, spiegeln die meisten Kommentare Skepsis und Besorgnis über ihre Beziehung zu Diddy wieder. Neben den Kommentaren, die sich auf DeGeneres Spitznamen für Diddy konzentrieren, sind auch breitere Diskussionen über die Kultur rund um Prominentenpartys und das Potenzial für Fehlverhalten entstanden. Einige Nutzer wiesen darauf hin, dass zahlreiche A-Lister, darunter auch DeGeneres, mit Diddy's berüchtigten Freak-Off-Partys in Verbindung gebracht wurden, bei denen gemunkelt wurde, dass sie verschiedene illegale Aktivitäten umfassten. Dies hat eine breitere Diskussion über Verantwortlichkeit und die Verpflichtungen öffentlicher Figuren in diesen Situationen angestoßen. Die Wiederentdeckung von Alan DeGeneres verspieltem Spitznamen für Diddy. Zwingt die Fans jetzt dazu, sich zu äußern? Dazu. Welche Geheimnisse könnten unter ihrem freundschaftlichen Austausch liegen? Und wie hat DeGeneres in der Vergangenheit mit Diddy interagiert? Bleiben Sie bei uns, um mehr über ihr denkwürdiges Interview mit ihm zu erfahren und die Schichten hinter ihrer Verbindung zu enthüllen. Ellen DeGeneres fordert Diddy auf, zu ihrer Party zu kommen. Für meine Party? Ja, ich komme. Nein, du weißt. Ich muss modisch spät ankommen. Okay, aber nicht zu spät. Nicht zu spät, bitte. Um wie viel Uhr möchtest du mich dort haben? Ich sage es dir später. Im Februar 2018 hatte Ellen DeGeneres ein denkwürdiges Interview mit Sean Diddy Combs in ihrer Talkshow The Ellen DeGeneres Show. Dieses Gespräch ist nach Diddys kürzlicher Festnahme wegen schwerer Vorwürfe im Zusammenhang mit Menschenhandel wieder in den sozialen Medien aufgetaucht. Während der Episode machte die Generous humorvoll darauf aufmerksam, dass Combs zu spät zu ihrer Show gekommen war und neckte ihn, ob er rechtzeitig zu ihrer bevorstehenden Party erscheinen würde. Wirst du früh zu meiner Party kommen? fragte sie ihn. Combs antwortete lachend: Ja, ich komme. Doch er gab zu, dass er es bevorzugte, modisch spät zu erscheinen. DeGeneres drängte ihn, nicht zu spät zu kommen und sagte: Nicht zu spät, bitte. Sie teilten einen unbeschwerten Moment, als Combs fragte, um wie viel Uhr sie ihn dort haben wollte. DeGeneres antwortete, sie würde es ihm später sagen, betonte jedoch, dass sein pünktliches Erscheinen wichtig sei und erklärte, dass die Party erst wirklich beginnen würde wenn er anwesend war. Combs nickte und versprach, sie nicht zu enttäuschen. Als das Gespräch weiterging, nahm DeGeneres spielerisch Combs kleinen Finger in die Hand, und Combs machte einen Witz darüber, dass DeGeneres so heftig tanzen würde, dass ihre Füße schmerzen würden, worauf sie begeistert antwortete, Ich kann es kaum erwarten. Dieser Austausch brachte Combs zum Lachen und hob die freundschaftliche Verbindung zwischen ihnen hervor. Doch dieses unbeschwerte Interview erhält angesichts der jüngsten Ereignisse eine düstere Wendung, da Combs nun mit ernsthaften rechtlichen Schwierigkeiten konfrontiert ist. Fans, die den wiederentdeckten Clip auf TikTok sahen, teilten ihre Gedanken zu dem Gespräch und bemerkten die darunterliegende Spannung. Ein Kommentar stellte fest, man kann die Spannung in diesem Gespräch spüren. Ein weiterer Kommentator merkte eine Veränderung in Combs Verhalten an, als er DeGeneres versprach, sie nicht im Stich zu lassen. Diese Reflexionen verdeutlichen, wie frühere Interaktionen durch die aktuellen Ereignisse eine neue Bedeutung erhalten. Combs wurde am 23. September in New York City wegen föderaler Vorwürfe von Fehlverhalten, Verschwörung und Menschenhandel festgenommen. Eine 14-seitige Anklageschrift enthüllte beunruhigende Details über die angeblichen. Freak-Off-Partys, die Combs veranstaltet haben soll, bei denen er Berichten zufolge Frauen mit männlichen Mitarbeitern belästigte. In der Anklage wurde behauptet, dass Substanzen involviert waren und Videos dieser Taten möglicherweise für falsche Zwecke aufgezeichnet wurden. Diese Vorwürfe stehen im krassen Gegensatz zu dem glamourösen Image, das Combs häufig projiziert.